Heute werfen wir einen faszinierenden Blick in die Welt von Magie und stellen uns die Frage, was wäre, wenn Peter aus Hunter x Hunter plötzlich in der Welt von Magie landen würde? Wir erforschen, wie Peter mit ihren einzigartigen Fähigkeiten in dieser fremden Umgebung überleben oder sogar aufsteigen könnte. Sie ist stark, keine Frage. Aber die Welt von Magie ist auch sehr gefährlich und nicht zu unterschätzen. Gerade am Anfang, als sie merkt, was passiert, spielt ihre Psyche natürlich Achterbahn, denn sie will ja so schnell wie möglich zum König zurück. Aber sobald sie ihre Situation gecheckt hat, weiß sie jetzt auch, okay, ich muss jetzt damit klarkommen und mich erstmal hier zurechtzufinden. Sie ist ja schließlich sehr intelligent, aber klar, das Hauptziel ist dann, schlussendlich zum König zurückzukehren. Am Anfang geht es mal nur darum zu überleben. Und das wird auf alle Fälle mal kein Problem. Denn in der Welt von Magie gibt es halt Armut und Sklaven. Und wenn die verschwinden würden, würde es wahrscheinlich niemanden groß auffallen. Das heißt, was Nahrung betrifft, ist Peter versorgt. Aber wie könnte sie jetzt eigentlich aufsteigen? Mit ihren Fertigkeiten wird sie sicher als magisches Wesen abgestempelt und wird als sehr mächtig eingestuft. Sie wäre also ein perfekter Assassine für eine Königsfamilie, für die sie arbeiten könnte und dann schlussendlich mehr in Erfahrung zu bringen, was es mit der ganzen Magie auf sich hat. Aber ihr wird schnell klar, dass es die schwachen Menschen gibt und die eher stärkeren mit den Djinn-Gefäßen. Sie wird die Ähnlichkeit zum Nen erkennen, aber vor allem die Magis, die natürlich sehr selten sind, die unbegrenzt auf die Magie zugreifen kann, das wird ihr sehr schnell klar. Das ist jetzt hier alles nur ein grobes Muster. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Peter wird sicherlich am Anfang Schwierigkeiten haben, sich in der Welt von Magie zurechtzufinden. Denn die Welt ist voller Magie und mächtiger Zauberern geprägt, was für Peter dennoch eine ganz andere Erfahrung ist als die in ihrer eigenen Welt. Peter könnte jedoch ihre Stärke und Agilität nutzen, um sich in Kämpfen zu behaupten und in der Hierarchie der Welt von Magie aufzusteigen. Und das ist genau das, was ich meinte. Als Assassine, aber wenn sie ihre Nennfähigkeit präsentiert, dann kann es sogar sein, oder zumindest dämonisches Wesen angeguckt wird, oder ein sehr mächtiger Magier mit dunklen Künsten. Die Welt von Magie ist bekannt für ihre mächtigen Magier. Shindobato! Bararok Saika! Die Magi und die Djinns und diejenigen, die ein Djinn-Gefäß haben, die einen Dungeon bezwungen haben. Jetzt stellt sich die Frage, kann Peter mit ihnen mithalten? Klar, die Djinn-Gefäße sind stark, aber ich glaube, da würde Peter noch damit zurechtzukommen. Und sie könnte natürlich auch selber Dungeon bezwingen, dass sie dann auch noch selbst Djinn-Gefäße hat, dass sie dann noch mächtiger macht. Mit den Djinns ist es schwierig, ich würde sagen, meine Theorie, es wäre auf Augenhöhe. Es könnte so oder so ausgehen. Bei den Magi kriege ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich glaube, bei der Magi könnte sie wirklich alt aussehen. Es kommt natürlich auch darauf an, gegen welcher Magi. Es gibt einige, die sind sehr mächtig, sehr erfahren und andere, die noch viel lernen müssen. Gerade Aladdin, da denke ich, okay, Aladdin hätte Probleme. Aber wenn ich an den Judah denke, boah, ob die sich überhaupt bekämpfen würden, komme ich gleich drauf zurück. Und ich weiß, Peter ist sehr mächtig, grundsätzlich. Nicht, dass sie unbedingt verlieren würde, aber die Chance ist relativ groß, dass sie gegen einen Magi nicht ankommt. Wie gesagt, weil er einfach unendlich Rook sozusagen hat oder Zugriff hat. Auch Peter hat unglaublich viel Nen an Reserve, aber halt nicht unendlich. Man könnte fast sagen, ja fast unendlich, man hat es ja bei Yuppie gesehen. Viel ist auf alle Fälle vorhanden, sie könnte sehr lange kämpfen, aber halt nicht bis zum jüngsten Tage. Angesichts von Peters kampferprobten Fähigkeiten und ihrer erstaunlichen Fähigkeit zur Heilung wäre es durchaus möglich, dass sie sich auf dem Schlachtfeld behaupten könnte. Jedenfalls könnte sie einige der Djinns und Magi herausfordern, allerdings müsste sie einen Weg finden, ihre Fähigkeiten für die magischen Aspekte der Welt von Magi anzupassen, um wirklich mit ihnen mithalten zu können.
Dies könnte eine Herausforderung sein, aber Peter ist bekanntlich auch sehr anpassungsfähig. Also sie wird auf alle Fälle eine mächtige Position aufbauen. Sie muss sich halt einfach an die herrschenden Regeln und Kräfte anpassen, um eine Zukunft aufzubauen. Aber schlussendlich, würde sie hier bleiben, weil sie jetzt unabhängig ist? Nein, denke ich nicht. Ihre Treue zum König ist einfach zu groß. Das liegt im Blut. Deshalb denke ich, die Theorie, ob sie hier bleiben würde, wäre hinfällig. Sie würde unbedingt einen Weg nach Hause zurückfinden wollen. Aber wenn sie das schaffen würde, enorm entwickelt und auch enorm mächtig. Doch eine Frage bleibt. Stellen wir uns vor, Peter begegnet in der Welt von Magi dem mächtigen Magi Judah. Judah ist bekannt für sein rebellisches Naturell und seine unglaubliche magische Stärke. Was würde geschehen, wenn diese beiden einander begegnen? Würden sie sich verbünden oder würden sie sich eher bekämpfen? Obwohl Peter anfangs aufgrund ihrer unterschiedlichen Hintergründe und ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten vielleicht misstrauisch gegenüber Judah wäre, könnten sie dennoch Gemeinsamkeiten finden. Beide sind äußerst kräftig und verfügen über immense Kampffertigkeiten. Peter könnte von Judas extensive magische Kenntnisse lernen, was ungemein wichtig für Peter wäre, um die Magie zu verstehen und vielleicht selbst zu nutzen. Während aber Judah möglicherweise von Peters physischer Stärke und Heilfähigkeiten profitieren könnte. Sie wären wirklich ein gutes Team. Eine Allianz zwischen Peter und Judah könnte eine faszinierende Dynamik schaffen. Sie könnte ihre Stärken kombinieren und ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen. Sei es die Herausforderung, andere mächtige Charaktere in der Welt von Magi zu besiegen oder das Erreichen von persönlichen Zielen. Peter könnte Judah helfen, seine Magie weiterzuentwickeln und seine Grenzen zu erweitern. Gleichzeitig könnte Judah Peter beibringen, ihre Fähigkeiten zu verfeinern, um ihre Heilkräfte noch effektiver einzusetzen, wenn man sich vorstellt, wenn da noch Magie im Spiel ist. Gemeinsam könnten sie eine herausragende Kraft in der Welt von Magi werden und andere Charaktere in Erstaunen setzen. Und wer jetzt denkt, ja, Magie ist schön und gut, aber Nen ist doch viel mächtiger, dann stellt ihr euch definitiv in der Welt von Magi magische Zauberkräfte echt falsch vor. Die kann extrem machtvoll sein und gerade ein Magi, der unbegrenzten Zugang zu den Rooks hat, ist ein tödlicher Gegner. Das ist mindestens so bedrohlich wie Nen. Je nachdem, wie entwickelt sie ist, aber das trifft ja auch auf das Nen zu. Nun stellt sich jedoch die Frage, ob Peter und Judah ihre neue gefundene Allianz auch in die Welt von Hunter x Hunter übertragen könnten. Und ja, das ist jetzt natürlich sehr viel Fantasy, aber hört mir zu. Wenn Peter und Judah es schaffen würde, eine Verbindung zwischen den beiden Welten herzustellen, wären die Auswirkungen echt interessant und unaussprechlich. Die starken Nennfähigkeiten aus der Hunter x Hunter Welt könnte mit der magischen Energie der Welt von Magi verschmelzen, was zu noch mächtigeren Kämpfen und faszinierender Entwicklung führen könnte. Stellt euch doch das mal vor. Eine Allianz zwischen Peter und Judah hätte zweifellos einen großen Einfluss auf die Welt von Magi und Hunter x Hunter. Gemeinsam könnten sie die Grenzen ihrer Kräfte überschreiten und sowohl den Charakteren, ihre eigene Welt, als auch den Zuschauern ein beeindruckendes Spektakel bieten. Aber schlussendlich wäre sie natürlich happy, ihrem König wieder zu dienen und die Allianz würde wahrscheinlich auch nicht ewig halten, sondern bis sie halt einfach ihre Ziele erreicht haben. Aber dann hätte Meruem einen richtig mächtigen Royal Guard zurück. Das ist das Szenario, das ich mir gut vorstellen könnte. Ich glaube, sie würde in der Welt zurechtzukommen. Sie müsste auf alle Fälle vorsichtig sein und gut überlegt handeln und auch nicht zu hochmütig sein. Wenn dich jetzt aber auch die Welt von Magi fasziniert hat und du auch mehr über den Charakter Judah lernen willst, dann checkt unbedingt dieses Video, da habe ich sehr viel Liebe reingesteckt. Es würde mich wirklich unglaublich freuen, wenn ihr Support da lassen würdet. Und ja, unterhaltsam ist das natürlich auch ein wenig. Ich bin damit raus, euer Meruem Boy. Ciao!